Ende meines Arduinos Adventskalenders. Ich begrüße euch zu Türchen Nummer 10. Könnt ihr es sehen? Na, könnt ihr es sehen? Wo ist die 10? Hier ist die 10. Jawohl, die machen wir jetzt mal auf und sind voller Spannung, was da wohl drin sein wird für uns diesmal. Ups, das war ein bisschen doll aufgemacht. Wie toll! Großartig! Zwei rote Kabel. Juhu, zwei Verbindungsleiter. Na, das ist doch mal wieder was ganz Tolles. Wer hätte gedacht, dass da immer so tolle Dinge drin sind, nicht wahr? Ihr seht also, das haben wir jetzt schon in den ganzen Kalendertagen geerntet. Mehrere Kabel, zwei Bretter hier, zwei Steckborde. Verbindungskabel, hier sind nochmal drei Verbindungskabel, ein Potentiometer, vier LEDs und das Arduino Uno oder nee, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist. Auf jeden Fall der kleinste. So, und ja, heute, ihr habt ja gestern gesehen, dieses Potentiometer hat ja die vier LEDs gesteuert, je nachdem, wie sehr man da dran geregelt hat. Ja, und heute ist halt vorrangig das Programm im Mittelpunkt, also ich habe das jetzt wieder abgeklemmt, weil das wird gar nicht vorkommen. Und die Schaltung ist genauso wie gestern, also der Schaltplan, nur halt ohne das Ding. Und das hier könnt ihr euch auch wegdenken, den habe ich nur gelassen, weil ja, brauche ich nicht. Also wenn ich den jetzt wieder rausfummel, muss ich den wahrscheinlich nur irgendwann wieder reinfummeln, weil die Schaltungen wiederholen sich halt sehr häufig, ne? So zum Beispiel heute ist genauso wie gestern, die LEDs sind alle auf denselben Steckplätzen, 4, 6, 8 und 10. Das war gestern genauso. Nur heute ist halt der Unterschied, das Ganze wird heute mal direkt vom Computer gesteuert. Also ich zeige euch das jetzt, was man da am Computer einstellen muss. Und ja, das Programm, das lasse ich separat laufen. Das Ding wird jetzt hier irgendwo in die Ecke, irgendwo gezeigt. Das ist jetzt nicht ganz so spannend, sondern das Programm selber ist halt die Spannung am Tag 10. Jetzt mache ich das erstmal, zeige ich euch erstmal, was ich machen muss, um das Programm zu laden, weil da gibt es ein paar Sachen, die sind ein bisschen tricky. Zum Beispiel muss man das Upgrade der Firmware draufladen, aber da mache ich jetzt eine Bildschirmaufnahme und blende die mal ein und dann sehen wir gleich, was da passiert. Ja, ich habe jetzt diesen Treiber installiert, habt ihr ja gesehen. Und jetzt nochmal verbinden. Upgrade Firmware. Da geht es jetzt hier mit dieser Firmware, der blinkt jetzt hier. Das soll auch so sein. Upload fertig steht da. Jetzt wo er blinkt, ist noch fertig. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt muss ich die Datei 10 einladen. So, und das ist jetzt die Datei 10. So, wenn ich jetzt die grüne Fahne drücke, dann wird es hier also interaktiv gestartet. Ihr seht hier den Panda. Sobald der Panda aufs gelbe Feld geht, dann blinkt die gelbe LED. Wenn er jetzt aufs blaue Feld geht, blinkt die blaue LED. Wenn er aufs Grüne, dann blinkt die grüne und beim Roten, dann leuchtet die rote LED auf. Also das ist jetzt halt das erste Interaktive. Der Computer ist jetzt direkt mit dem Arduino verbunden und er macht halt das, was man ihm am Computer sagt, füllt er in Sekunden schneller aus. Ne? Also das ist schon wirklich jetzt das erste Programm, wo ich sage, wow, das ist schon richtig cool. Und hier ist halt der Programmcode
4, 6, 8 und 10, das sind die Pins. Die werden erstmal alle ausgemacht und dann hier so eine Schleife, eine fortlaufende Schleife. Ja, wenn der Panda das Rot berührt, dann geht die rote an. Sonst, wenn nicht, also falls, sonst, das sind diese If-Then-Schleifen, das kennt vielleicht jeder aus der Programmierung, also ich kenne es noch aus meinen C64-Zeiten, da habe ich mal Basic programmiert, da war noch mit Poki und ach, was weiß ich für komische Programmiersprache war das, aber gut, man kommt so langsam wieder rein, ich setze mich damit jetzt schon auseinander eine ganze Weile, also ich finde es richtig cool, muss ich sagen. Das hat schon was. Also ich könnte mir auch ein paar Anwendungen damit vorstellen. Kleinen Roboterarm steuern über Computer etc. Also das ist schon wirklich eine coole Sache. So langsam bekommt das ganze Projekt hier ein bisschen Professionalität, würde ich behaupten. Also gefällt mir sehr gut, wie gesagt. Ich setze den Panda mal auf grün. Das ist richtig cool. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut ruhig morgen rein. Tag 11. Das ist auch wieder sehr cool, muss ich sagen. Da ist, ja, muss ich euch zeigen. Also das wird jetzt wirklich langsam ganz schön aufwendig, professionell. Ich freue mich drauf. Also dann, bis morgen. Ciao.